Hallo und willkommen zu meinem zweiten Cargo Crate Unboxing Video. Diesmal hat die Cargo Crate es viel schneller durch den Zoll geschafft und ich musste diesmal auch gar nichts an Zollgebühren zahlen. Also schauen wir mal, was diesmal drin ist. Letztes Mal war das Thema ja Zoe. Ich habe irgendwo das Thema von diesem Mal gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das ist der Vorteil daran, wenn man kein so gutes Gedächtnis hat. Dafür, so geht sie auf. So, da sehe ich schon mal was sehr, sehr Schönes. Flux-Karten. Wenn ich mich richtig erinnere, war Flux ein Kartenspiel, bei dem das Ziel, glaube ich, ist, alle seine Karten loszuwerden. Aber es gibt Karten, bei denen die Regeln ändern, wie man diese Karten loswerden kann. Und das scheint ja ein Erweiterungsset zu sein. Und ich bin heute nicht so gut in Verpackungen öffnen. Das ist die Zephyrin Expansion zu Flux, zu Firefly Flux. Gibt es einen Firefly Flux? Anscheinend. Oh, wenn es das gibt, muss ich das haben. Ah, okay, das sind einfach neue Zielkarten und anscheinend gibt es wirklich ein Firefly Flux Spiel. Das sind neue Ziele für das Spiel. Oh, Zephyrin hier. Sehr cool. Ich meine, das Spiel wollte ich mir eh mal zulegen. Vielleicht kaufe ich mir dann gleich das Firefly Flux. Wie auch immer das ausspielt. So, was haben wir noch? Wash als Figur. Wash, der mit Dinosauriern spielt. Wäre natürlich lustig, wenn man die Dinosaurier aus den Händen nehmen könnte und wirklich damit spielen. Der Gesichtsausdruck ist auch sehr gut getroffen, finde ich. Kurz? Wahrscheinlich nicht. Kann man die Dinosaurier rausnehmen? Nein. Also ist nicht wirklich, aber ist sehr, sehr schön gemacht. So Wash-Figur. So, was gibt es noch? I'm a Leaf on the Wind. Ein Wash-Anstecker. Ein T-Shirt. Many Faces of Wash. Anscheinend ist Wash das Thema. Okay, Flabbergaster, Terrified, Kyle. The Many Faces of Wash war vor allem für heute. Ich hoffe, das passt mir. Ich habe in letzter Zeit einige T-Shirts aussortiert, weil sie mir zu eng waren, aber das kommt ja aus Amerika, da ist das bestimmt groß genug. So, was haben wir noch? Was? Oh Gott, sind das Dinosaurier? Na, großartig. Na, das ist das Inevitable Betrayal Playset. Großartig. Das freut mich jetzt wirklich. Ich kenne leider den Text der Szene nicht auswendig, in der Wash die beiden Dinosaurier gegeneinander kämpfen lässt. Großartig. Da bin ich sprachlos. Ich würde sagen, das ist das Beste, was ich bisher in den Loot Crates gefunden habe. Und ich hatte bisher erst zwei mit dieser. Okay, das ist geheimnisvoll. Ein Briefumschlag. Interplanetary Flashcard Set. Ich muss auch bei dem Zeug der letzten Cargo Crate mal noch rausfinden, was diese ganzen chinesischen Schriftzeichen bedeuten. Beziehungsweise die galaktische Sprache, die diese ja darstellen. Das sind Karten zu verschiedenen Planeten. Persephone, Higgins Moon, Hera, Beaumont. Mit Details zu den Planeten hinten drauf. Ein Aufkleber, exported from Beaumont. Oh, was haben wir noch? Das hat jetzt nicht direkt mit Firefly zu tun, aber mit Conman, der inoffiziellen Nachfolgeserie von Firefly. Naja, auf Meta-Ebene Nachfolgeserie. Solltet ihr unbedingt mal sehen, wenn ihr Firefly-Fans seid. Moment, ich habe sie irgendwo. Hier. Handelt von zwei von den Schauspielern, einer zu früh nach einer Staffel und einem Film oder so abgesetzten Science-Fiction-Serie, die hier in der Serie Spectrum heißt, und erzählt eben die Geschichte von hauptsächlich Alan Tudyk, der dort eben einen dieser Schauspieler spielt, wie er auf Conventions geht. Basiert auf echten Erlebnissen von Alan Tudyk und Nathan Fillion, die sie auf Cons hatten. Jedenfalls eine sehr empfehlenswerte Serie. Und das letzte in der Box ist wieder mal ein Magazin.
mit, ein Interview mit Alan Tudyk. Und ja, genau, das Thema ist Wash. Das sind ein paar Mandarin-Sprichworte oder Sätze in der galaktischen Sprache. Zum Beispiel Motherless Goats of all Motherless Goats. Als eben dann auf Mandarin, was eben die galaktische Sprache ist. Ein Interview mit Alan Tudyk, Bilder. Ah, sehr schön. Und das Innere der Box ist, passend zu Wash, die Brücke der Serenity. So, ich finde, das ist diesmal auch wieder eine sehr schöne Ausbeute. Ja, ich bin sehr zufrieden und ich muss mir unbedingt dieses Firefly-Flux-Spiel kaufen. Schön, dass ihr wieder mal dabei wart. Wir sehen uns bei der nächsten Cargo Crate. Hoffentlich geht ihr diesmal auch wieder so gut durch den Zoll.